Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. Wir spielen Resident Evil 5 weiter. Wir sind mittlerweile in Kapitel 1-2 angelangt. Beim letzten Mal haben wir hier ein bisschen für Chaos gestiftet, so oder so ähnlich, und haben ein paar Afrikaner niedergemetzelt. Ein paar infizierte Afrikaner. Deswegen ist das, glaube ich, noch einigermaßen moralisch vertretbar oder so. Wie dem auch sei, ich hatte es ja beim letzten Mal hoffentlich so einigermaßen angekündigt. Ich werde zwischen den Kapiteln immer mal wieder zwischen den Charakteren wechseln, einfach damit ihr auch mal was anderes seht und so. Und ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen da draußen ja auch ein bisschen neu. Wenn man das Spiel einmal durchspielt, hat man eben auch die Möglichkeit, die ganzen Kapitel ebenfalls als Shepard zu spielen. Und dann sieht man das Ganze eben aus ihrer Perspektive. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Hohohoho. Und ja, dann sieht das Ganze Interface, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, sieht ein bisschen anders aus. Bei Chris selber, wenn man Chris spielt, ist Chris auf der linken Seite platziert, auf der linken Bildschirmseite könnte man sagen, und rechts sind die Informationen bezüglich seiner Waffen und so weiter zu sehen. Bei Shepard alles umgekehrt. Warum das jetzt auch im Einspielermodus sein muss, verstehe ich nicht so hundertprozentig. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, aber gut, ist dann in dem Moment einfach mal so. Chris ist schon die ganze Zeit irgendwie ungeduldig und ist schon 20 Meter weitergelaufen, so oder so ähnlich. Ja, auf die Karte gucken, dann kommt es sogar so einigermaßen hin. Ich schaue mich lieber nochmal ein bisschen hier um und bekomme so die Gelegenheit, noch ein bisschen Munition einzusammeln, ein bisschen Gold und so weiter, was hier halt so rumliegt. Und ich meine, so viele Feinde sind ja jetzt hier erstmal nicht. Von daher, beziehungsweise eigentlich kein einziger. Deswegen lohnt sich das definitiv, sich hier nochmal ein bisschen umzugucken, wobei das hier, glaube ich, ein bisschen überflüssig ist. Und dort hinten an das Fass komme ich erst von der anderen Seite heran. Okay, von der Steuerung her nimmt sich das natürlich alles absolut nichts. Also Shepard kann genauso viel oder wenig, je nachdem, wie Chris schießen und so weiter. Alles absolut gleich. Und vom Inventar her nehmen sich die beiden natürlich auch nichts. Jeder hat natürlich 9 Steckplätze. Und apropos Inventar, während wir jetzt hier an der Stelle einmal Gold nehmen. 400 Gold, ja, das ist ganz viel. An der Stelle, apropos Inventar, ich hatte beim letzten Mal ja das Inventar so ein ganz klein bisschen zurechtgelegt, aber da hatte ich noch nicht dran gedacht, dass ich ja jetzt mit Shepard spiele. Deswegen, na gut, die andere Pistole können wir jetzt einfach mal spaßeshalber behalten, aber ich würde mal sagen, wir. Was wollen wir denn? Zunächst einmal nehmen wir ihm ganz dringend die Granaten weg, weil da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und gleichzeitig will ich noch das MG und so weiter haben. Ja, das ist besser, genau. Kann ich euch auch noch eben diese VZ irgendwas. Das kleine Mini, die kleine Mini-Maschinengun hier. Also diese, ihr wisst schon was. Ich kann sie auch benutzen. So. Hoffentlich denke ich auch dran. Und mache jetzt nicht wieder alles mit der Pistole oder so. Ich bin darin Spezialist, wirklich. Weil ich in solchen Spielen eigentlich immer so nach der Devise agiere, alles, was wertvoll ist oder wertvolle Waffen und so, möglichst schonend einsetzen, damit sie nicht einrosten. Da hat irgendjemand wohl ganz offensichtlich ein ganz kleines Problem. Okay, da könnten wir ja vielleicht bei Zeit mal helfen. Nee, ja, weil wertvolle Waffen, denke ich mir immer so, das sollte ich mir lieber aufheben für Special Monster oder ähnliches, wo es auch wirklich mal Sinn macht, sich, ja, mit mehr Feuerpower zu agieren. Die normalen Typen, die kann man ja auch eigentlich alle noch so umholzen. Und das ist ja absolut, absolut kein Problem. Ich bitte euch, ich bin anerkannter Resident Evil Experte. Also von daher, mir macht hier keiner was vor. So. Naja, in Resident Evil 5 zugegebenermaßen nicht so. Resident Evil 4 ein bisschen besser. Die Leiter ist kaputt. Vielleicht kann man es zu zweit schaffen. Sprunghilfe. Ja, hüpft die. Weil wir die Frau sind. Also im Einzelspielermodus ist es dann so, dass man natürlich als Chris unten stehen bleibt und dann darauf warten muss, dass der Computer oder halt der Freund, je nachdem mit was man oder mit wem man spielt, das hier oben dann eben erledigt. Untersuchen. Ah. Das sieht aus wie ein Schlüssel. Von hier aus komme ich nicht rein. Mist. Und das ist genau auch das, man kann momentan hier oben nur untersuchen. Wenn man eben den Computergegner dann hochgeschickt hat, also den Computerspieler, die KI. Wenn man mit der KI spielt und die da hochgeschickt hat, dann sagt Shepard sowas ähnliches wie: Ich sehe da oben einen Schlüssel, aber ich komme nicht heran. Damit man auch als Spieler weiß, was der Computer dort oben gesehen hat. Also von daher, das macht schon alles total viel Sinn.
So, was haben wir dort? Eine überaus sympathische Frau, die da irgendwie irgendwas macht, aber irgendwie ist mir dann doch lieber, wenn diese Frau den Löffel abgibt. Sie hat sich über irgendjemanden gebeugt. Irgendjemand, der jetzt ganz offensichtlich tot ist und deswegen keine Probleme mehr hat. Okay, ein glücklicher Mensch also. Wir hatten Feindkontakt. Und was zum, was für, da. Ja. Ja. Und? Chris, ich sehe nichts. Deine Schultern sind so mächtig. Und? Ja, hüpf über den Zaun. Warum lasse ich ihn über den Zaun hüpfen? Ganz einfach. Falls er was fallen lässt, kann ich es hier an der Seite, auf der Seite wenigstens noch einsammeln. Ansonsten würde es ja nicht gehen. Nebenbei übrigens, was ich jetzt rüde total unterbrochen habe, aber auch nur, weil ich meinen Spielesound wieder mal extrem leise gedreht habe. Alpha Team hat so ein paar kleinere Probleme. Wird von irgendwelchen Monstern oder so angegriffen. Glaube ich doch, dass es Alpha Team ist, oder? Was, wie? Dort hinten haben wir jemanden gesehen. Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, ob hier von irgendeiner Seite jetzt gleich Feinde kommen oder nicht. Ach so, genau. Haha. Sollte doch annehmen, dass meine Pistole mehr Wumms macht. Helfen! Boing! Ja. Oh. Chris ist echt mächtig. Boing! Warum gibst du mir Munition? Habe ich da noch gefragt? Ja. Na gut, okay. Er wollte nur nett sein. So, das ist doch Blut, oder? Ist das Blut? Ich glaube, es soll Blut sein. Egal. Schnu, schnu, schnu. Irgendwie weiter schnupsen. Irgendwie. Überraschung. Tralala. Ist so schlimm, wenn man es mittlerweile kennt. Also, ich kann es dann in dem Moment auch nicht mehr ernst nehmen. Also, okay, aber. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ihr seht das Ganze hier als New Game Plus Run. Also, wem soll ich hier was vormachen? Von daher, ich kenne das Spiel nun mal. War bei Resident Evil 4 aber auch nicht viel anders. Also, von daher. Und ist vielleicht auch mal ganz angenehm, irgendwie einen Reiseführer zu haben, der sich so einigermaßen mit der Materie auskennt, oder? Ich glaube ja schon. Muss solche und solche Let's Plays geben. Resident Evil 6 wird aber definitiv ein Blind Let's Play. Und vielleicht kann ich das an der Stelle verraten, wenn alles klappt, dann habe ich für Resident Evil 6 sogar einen Together-Partner. Sprich, ich habe dann jemanden, mit dem ich dieses Spiel spielen kann. Und ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Hallo? Warum sind da unten jetzt böse Feinde und so? Böse. Warum kommen die vor allem jetzt? Ich dachte, die kommen erst, wenn ich den Schlüssel einsacke. Gut. Naja. Chris freut sich, weil er kann da draußen jetzt jede Menge Sachen ansammeln. Schlüssel zum alten Gebäude aufgehoben. Der ist wichtig, denn wie in jedem Resident Evil Teil. Ja, Schlüssel und so weiter, ne? Haben oder nicht haben. Eher haben, weil alles andere ist doof. So, ansonsten. Also doch hier in der Mitte. Auf dem Tisch liegt noch Maschinengewehrmunition. Und eine Handgranate. Oh mein Gott. Aber das sind alles so Sachen, die der Computertyp, glaube ich, nie mitgenommen hat. Also, der hat immer nur den Schlüssel geholt, wenn man ihn hier hochgejagt hat und dann war gut. Das ist ja typisch. Guckt sich nicht genug um und so. Nee. Habe ich da jetzt. Ich dachte, ich hätte gerade was gesehen. Ich glaube, es war nur Chris. Na gut. Schnups. Er hat mir irgendwas gegeben. Und ja, wollte gerade sagen, da war doch was. Boing. Ja, okay. Jetzt hätte ich eigentlich auch warten müssen, bis er über den Zaun hüpft. Hallo? Kann ich dich nicht anvisieren? Kann ich wohl. Wollte gerade sagen. So. Hätte mir zu lange gedauert. Schnups. Hier rüber schnupsen. Ja, Resident Evil 6, Together Partner und so. Wird bestimmt total klasse. Und ich hoffe dann, dass wir einigermaßen regelmäßig zum Spielen kommen, damit auch regelmäßige Uploads garantiert sind. Und ja, ich freue mich generell so wahnsinnig auf das Spiel. Auch wenn ich, ja, ich weiß, viele da draußen, die Resident Evil Serie hat voll abgebaut und so, ist ja gar nicht mehr gruselig und alles hier total Mainstream geworden und ich weiß nicht was. Ja, mag alles auf eine gewisse Art und Weise vielleicht sogar sein. Ich kann da nicht so hundertprozentig mitreden, muss ich gestehen, weil ich habe mein erstes Resident Evil Spiel, was ich selber gespielt habe, nicht was ich gesehen habe, was ich selber gespielt habe, war nun mal Aufspießen. Mein erstes Resident Evil Spiel war nun mal Resident Evil 4, von daher bin ich mit diesen Action-betonten schon irgendwie, ja, ich will nicht sagen groß geworden, aber, weil wann habe ich das Spiel gespielt? Also selber 18 oder 19 war oder so, zumindest das erste Mal.
untersuchen. Sie ist von innen verriegelt. Aber ihr wisst vielleicht so einigermaßen, worauf ich hinaus will. Ich find's nicht schlimm, dass das Spiel so ein bisschen actionmäßig ist und so weiter und so fort. Denn ich... Es gibt auch genug Pistolen, mein erster Partner nehmen lassen. Ja, mittlerweile mein Inventar ist rettungslos überfüllt und deswegen muss ich jetzt anfangen, ein paar Sachen einfach mal zu Chris rüber zu schieben. Diese Zeichnung hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. School Uniforms. Massage Clinic. Aha. Was auch immer. Aha. Na gut. Ein Hauch von Zivilisation im Herzen Afrikas. Nein. Ja. Das war bestimmt einfach mal... Das war mal eine ganz tolle Gegend und so eventuell, bevor dieser ganze Zombie-Scheiß hier angefangen hat. Eventuell zumindest. Geld. Da stand übrigens Gold viel. 400, Gold wenig, 100. Leer. Jemand ist uns zuvorgekommen. Oh mein Gott. Die Schränke wurden geplündert. Das kann ja nicht mehr sein. Sie ist nicht verriegelt. Aha. So, ja. Jetzt könnte ich hier wieder rausgehen, was keinen Sinn macht, aber naja. Man könnte seinem Partner die Tür aufmachen, wenn der noch nicht so weit gekommen war, aber naja. Welcher? Dann spielt man ja mit einem total dusseligen Partner und so. Das kann ja überhaupt nicht sein. Erste-Hilfe-Spray. Was ist toll am Erste-Hilfe-Spray im Vergleich zu den Kräutern? Es füllt die Lebensenergie gleich komplett auf. Also bei den Kräutern müsste man ja erst ein bisschen mixen oder so. Das normale grüne Kraut füllt nicht so viel auf. Grünes und rotes Kraut kombiniert ist so viel wert wie ein Erste-Hilfe-Spray. Das füllt alles auf. Warum bleibe ich jetzt hier stehen? Ganz einfach, weil dort drüben etwas zu sehen ist. Nämlich ein Emblem. Davon sind immer mal wieder ein paar in den einzelnen Leveln versteckt und die kann man alle sammeln. Und dann bekommt man für die Embleme auch ganz tolle Sachen. So, das hier ist jetzt also auch nicht mehr verriegelt. Hier hätte man eben hochgehen können und so weiter und so fort. Aber gut. So, und hier sind jetzt zwei Typen, die irgendwie total Bock auf uns haben. Immer muss ich dem guten Chris helfen. Ich weiß auch nicht warum. Oh, ausgewichen. Oh mein Gott, diese Frau, die ist ja... intelligent gewesen. Ich habe eine intelligente Frau getötet. Es tut mir so leid. Pistolenmunition nehmen. Pistolenmunition. Okay. Ist lustig, wie lange die noch laufen können, ne? Wenn sie so erstmal den Kopf verloren haben. Ich dachte eben, das würde ein Item sein. Ne, das gehört noch zum Gegner. Es war irgendwas Gedärmmäßiges oder so, was da in der Gegend herumlag. Na gut. Wie das halt so ist. Öffnen! Antike Uhr. Nehmen. Ja. Ja. Wir klauen alle möglichen Schätze und so weiter. Hm? Den Afrikanern ist nichts zu gönnen. Oh nein, das ist alles unser. Da. Das ganze Let's Play wird ein bisschen gesellschaftskritisch für uns. Also, habe ich mir vorgenommen. Aber naja. Help! Somebody help me! Help! Eine anscheinend noch lebendige Frau. Interessant. Der sollten wir unter Umständen immer helfen. Aber am besten erst gleich mal gucken, was... Ah, der Schlüssel zum alten Gebäude wird benutzt. Seht ihr, das war sogar optional, was ich hier gemacht habe. Ist ja der Wahnsinn. So, ja, aber definitiv von Vorteil, dass wir uns das hier geholt haben. Oder beziehungsweise, dass wir hier reingekommen sind. Denn guck mal, was hier oben hängt. Die Itaka. Ein schönes Schrotgewehr. Was ich jetzt einfach mal Chris in die Hand drücke. Und da freut sich auch total drüber. Und man sieht auch... das ist ein bisschen schöner als bei Resident Evil 4. Man sieht ja auch die Waffen und so weiter, die sie mit sich herumschleppen. Also, okay, das hat auch irgendwann seine Grenzen. Mehr als zwei Waffen können, glaube ich, nicht angezeigt werden. Also, na gut. Eine hält er ja in der Hand. Dann sieht man links sein Messer und jetzt so das Schrotgewehr. Aber wenn ich ihm jetzt zum Beispiel das MG noch in die Hand drücken würde, also irgendwann... Nee, das wird nicht funktionieren. Dann würde man das MG auch nicht mehr sehen. Was auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch Sinn macht. Und, naja, das... Das führt dann diesen Realismusgedanken auch wieder so halbwegs ad absurdum, aber naja. So, auch nochmal nachladen, alles klar. Dann helfen wir der guten Frau doch gleich mal. Obwohl, nee, hier oben kann man dann noch, oder? War hier oben auf dem Dach noch irgendwas zum Einsammeln? Ich weiß gerade nicht mehr so richtig. Hier könnte ich runterspringen. Ei, weiß. Haha, haha. Ja, genau. Chris, nimm's einfach mal. So, warum lag hier oben ein Ei rum? Ah, weil hier ein Huhn unterwegs war. Natürlich, muss dann natürlich so sein. Hühner haben in Resident Evil natürlich auch eine ganz, ganz lange Tradition. Gut. Und jetzt habe ich hier eigentlich... Ich bin gesprungen, aber irgendwie auch nicht gesprungen. Habt ihr das gesehen? Das ist seltsam gewesen. Na gut. Wir gehen jetzt hoch. Und helfen der Frau, weil sie Hilfe benötigt. Bestimmt. Wollen wir es zumindest mal hoffen.
Hey, what's wrong? Be careful, they may still be here. Are you okay? Ja. Ich glaube, ihr geht's nicht mehr so gut. Oh, das ist schön. Ja. Oh, jetzt haben wir das. Ah, das, ja. Schön. Schön. Wenn der Hering gerade über Sachen schwärmt, die er im Spiel sieht und so weiter und so fort. Was ich jetzt so schön fand, die Perspektive einfach. Normalerweise hätte man natürlich Chris gespielt und dann hätte man eben aus seinen Augen gesehen, wie sie auf einen zugestürmt kommt. Jetzt aber war man logischerweise mit Trevor unterwegs und deswegen stand man auf der anderen Seite des Raumes und hat nur gesehen, wie diese Frau, in Anführungszeichen, so viel, naja, sie war nicht mehr viel Frau, aber ein bisschen Frau vielleicht noch, wie die jedenfalls Chris attackiert hat. Das fand ich jetzt irgendwie sehr schön. Also, ja, ist mal interessant, das Ganze so wirklich aus Trevors Perspektive zu spielen. Das sind natürlich, ja, mein Gott, Details. Ich geil mich immer an solchen Sachen auf. Anderen Leuten fällt das nicht mal auf. Also, aber wie das halt so ist. Ja. Alpha Team, angegriffen und so. Armes Alpha Team. Armes Alpha Team hat ein paar Probleme. So, Chris kann die Schrotgewehrmunition nehmen. Chris kann nicht die Handgranate nehmen, weil die nehme ich. Und Chris kann hier noch ein bisschen in der Gegend rumstehen. Was ich übrigens mal machen könnte, wäre zum Beispiel das MG auspacken. Ich meine, wozu haben wir das? Chris, eigentlich dachte ich, dass du den übernimmst. Warum nicht? Chris, eigentlich dachte ich, dass du den übernimmst. Chris, eigentlich dachte ich, dass hier nicht so viele Feinde sind. Chris, eigentlich dachte ich, dass du mir mal hilfst. Chris. Ja, Schnu. Da geht der ganze Präzisionswert natürlich in den Keller, weil ich irgendwie mit diesem kleinen Maschinengewehrchen nicht vernünftig zielen kann. So. Ja. Ging dann ja nochmal gut. So ein bisschen. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich gedacht, der ist mir eine größere Hilfe. Der war so passiv teilweise. Er hat mich zwar wieder wunderbar geheilt, was ich sehr nett von ihm fand, aber trotzdem. Das war nicht schön. Gut, okay. Jetzt ist hier für den Moment aber wenigstens wieder Ruhe. Und, ja genau, wir sollen Alpha-Team helfen. Alpha-Team. Das wunderbare Alpha-Team. Großes Alpha-Team. Such das Alpha-Team, Trevor. Such. Ja, hier wäre man übrigens nicht durchgekommen. Aber, wie immer, natürlich kann man solche Schlösser auch aufbrechen. Toll, oder? Absolut unnötig, aber man kann es machen. Gut, ja. Dann gehen wir doch einfach mal hier rein. In diese wunderbare Tür. Chris ist natürlich direkt hinter uns und hält uns den Rücken frei. In den meisten Fällen zumindest, sofern er nicht gerade irgendwie die Landschaft betrachtet oder so. Hm, ist ja irgendwie so schön hier in Afrika. Mensch, guck mal, Trevor. Diese tollen Örtlichkeiten und so. Ich drehe mal den Sound für mich ein bisschen lauter. Schnup, schnup. War definitiv eine gute Idee, den Sound lauter zu drehen. Hallo? Chris? Ich bin derjenige, der die Türen hier öffnet. Also jetzt echt mal. Ja, jetzt guck auch nicht so bedröppelt. Jetzt geh wieder zurück. Komm, geh wieder zurück. Jetzt steht die verdammte Tür offen. Ja, geh also. Nee, das. Ich kann nicht mit Amateuren arbeiten, wirklich. Das geht mir überhaupt nicht in den Schädel rein. Leute hier, die plötzlich irgendwelche Türen aufmachen, obwohl ich das überhaupt nicht will. Das ist sowas von, aber naja. Ja. Davon mal abgesehen, dunkel hier. Beziehungsweise unheimlich. Und verwinkelt. Und irgendwie fühle ich mich hier nicht willkommen. Und Ratten sind unterwegs. Überall böse Ratten und überall. Was ist das? Und überall schwarzer Glibber. Bäh, was ist denn das? Was ist das für ein Zeug? Das riecht ja fürchterlich. Oh mein Gott. Bloß nicht. Bäh. Dann, sie hat auch nur so eine, also mal wieder typisch Frau, knappe Oberbekleidung. Also nicht mal irgendwie, ja, ne? Ist halt ein bisschen figurbetont. Ich weiß nicht genau, ob sich das wirklich in Kampfeinsätzen so gut macht, aber sie wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Oh! Verdammt, jetzt habt ihr das
Beste verpasste eigentlich, weil ich die Kamera falsch gehalten habe. Also normalerweise wäre es so gewesen, man geht hier um die Ecke und dann fällt der Typ einem direkt vor die Füße. Er ist vom Alpha-Team. Wir können ihm nicht mehr helfen. Ja. Er ist nämlich genau just in dem Moment gestorben. Ja, habe ich auch gerade gesagt, Chris. Was ist, warum fängst du auf einmal an zu denken? Irgendwas ist heute nicht ganz koscher mit ihm. Also, das kann nicht richtig sein. Pistolen, Munition. Tja, wenn die Leute vom Alpha-Team natürlich mittlerweile alle so aussehen, dann könnte das mal wieder darauf hinauslaufen, dass wir alles machen dürfen in diesem Abenteuer. Was ja zum Glück überhaupt nicht, das kann man ja überhaupt nicht erwarten oder so. Gold, Gold, Gold. Was bist du denn? Du stehst hier einfach so rum. Du störst dich gar nicht daran, dass hier so Menschen sind und so. Ich lasse die Krähe jetzt leben. Ich habe ein Herz für Tiere. In der Tat. Der da anscheinend auch. Ja. öffnen. Gold. 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 Kein Gold. Wenn man hier nach oben guckt, irgendwo müsste noch was sein. Moment. Ich glaube aber, dafür muss ich nochmal auf die andere Seite gehen. Ich glaube, ich muss von hier gucken. Denn, aha, genau, dann sehe ich dort oben am Wasserturm. Sehe ich dort oben am Wasserturm ein weiteres Emblem. Zack. Warum habe ich eigentlich immer noch das MG in der Hand? Schäfer nimmt die Pistole. Dankeschön. So. Zack, zack, zack. Und, ach ja, weitere Mitglieder vom Alpha-Team und so weiter und so fort. Aber, ja, wir kannten sie eh nicht alle beim Namen. Was soll's. What the hell happened in here? Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. It was a setup. A setup? What is this? It's data regarding the deal. Hey, hey, hang in there. I saw someone, but they ran away. Kurt, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Sheva ist auch schon so ein kleines passives Mäuschen, oder? Huch, da rennt jemand weg. Ich gucke einfach nur mal. Da ist ja wirklich jemand weggelaufen. Egal, rennen wir dem mal nicht hinterher, weil könnte ja nicht wichtig sein oder so. Aber gut, ja. Sie wollte halt auf Chris warten. Sie wollte nicht alles sofort alleine machen. Ja, das muss ja auch nicht sein. So, auch erstmal überall Gold und so weiter mitnehmen. Die letzten Sparreserven. Der Notgroschen des Alpha-Teams gewissermaßen. Damit hätten sie sich nochmal gerne Erste-Hilfe-Sprays oder ähnliches gekauft, aber egal. Was ein bisschen schade ist, ne? Es gibt gar nicht mehr, was ich gar nicht erwähnt habe oder was euch vielleicht aufgefallen ist oder so. Im Vergleich zu Resident Evil 4. Es gibt keinen Händler mehr. Man bekommt einfach nur nach Ende des Levels diesen schmucklosen Objektauswahlbildschirm, aber nicht mehr dieses What are you buying? Und ähnliches. Also, dieser sympathische Händler, er ist einfach weg. Gut, man könnte es sich so erklären, dass er bei der Explosion der Insel Ende des vierten Teils endgültig draufgegangen ist, aber so richtig will ich das nicht glauben. Der Händler war viel zu cool. Der konnte einfach nicht draufgehen. Nee, das macht keinen Sinn. So, egal. Überall immer noch schwarzer Glibber, was schlecht ist. Und ganz unter Umständen hier irgendwo noch die Person, die weggelaufen ist. Oder vielleicht auch nicht. Man weiß nicht genau. Überall tote Menschen. Überall tote Menschen. Pistolenmunition. Ja. Noch eine Leiche.
Hier stimmt etwas nicht. Nein. Glaubst du wirklich? Ich glaube ja, das ist nur Deko. Also, beziehungsweise die Leute sind schon aus purer Absicht gestorben. Abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Hm, doof. Gut, wo können wir einen Schlüssel herbekommen? Vielleicht von dort hinten, oh mein Gott. Vielleicht von dieser unscheinbaren Person, die hier einfach so gegen die Wand lehnt. Offensichtlich nicht. Der Typ ist tot. Gut, dann halt nicht. Hm. Oh. Interessanter Raum. Warum, zeige ich euch gleich. Aber erstmal wieder jede Menge Fässer und ähnliches. Und, oh, was ist denn das? Diese Gasflasche kann man bestimmt leicht umstoßen. Da steht auch dran. Gas. Hm. Und da das Ding rot ist, nehmen wir doch einfach mal ganz stark an, dass es explosiv ist. Das ist altbekannt. Altbekanntes Muster im Videospiel. Alles, was rot ist und irgendwie die Form eines Fasses oder eines Tanks hat oder ähnliches, das kann explodieren. So, was ist das jetzt hier? Dieser Raum, in dem wir uns so unvorsichtigerweise befinden, das ist eine Müllverbrennungsanlage. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie so eine Müllverbrennungsanlage funktioniert, dann zeige ich euch das jetzt einfach mal. Ich meine, ja, kann ich in meinem Let's Play auch mal etwas für die Bildung von den Leuten da draußen tun, ne? Also, man packt den Müll dort eigentlich rein, in dieses, ja, dieses Kabuff, könnte man sagen. Dann betätigt man den Schalter, die Schotten schließen sich und dann passiert gleich Folgendes. Jo, hübsch heiß hier. In der Tat. Sehr hübsch heiß. Und dann gehen die Schotten wieder auf und alles, was da drin ist oder war oder wie auch immer, ist dann ziemlich gut durch. Ja, eindeutig. Ofenschlüssel, nehmen. Ofenschlüssel aufgehoben. Super. Kontrollpunkt erreicht. Juhu. Okay, wofür ist der Ofenschlüssel jetzt? Ganz klar für die Tür dort hinten. Ja, 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 deswegen gehen wir einfach mal zur Tür hin und freuen uns darüber, dass wir diesen Abschnitt schadlos überstehen können, überwinden können, hinter uns bringen können. Dankeschön. So. Ja, ihr seid total special und so. Beschützen wir Chris, während er einen Schlüssel in die Tür steckt. Oder vielleicht auch nicht. What the hell is that? I think that's what got Alpha Team. Ich finde, der Gesichtsausdruck von Chris sagte irgendwie nur, ach nee, warum denn jetzt schon wieder so eine Scheiße? Also er ist es ja mittlerweile auch so ein bisschen gewohnt, von daher. Okay, wir haben es hier mit einem mächtigen Gegner zu tun. So oder so ähnlich. Und es gibt jetzt tatsächlich verschiedene Arten, es zu besiegen. Ja. Auch wieder ein bisschen Resident Evil 4 mäßig übrigens angehaucht, aber egal. Verschiedene Arten, es zu besiegen. Zum einen natürlich die Möglichkeit, die ganze Zeit auf seinen Knubbel dort zu schießen, weil auf Knubbel schießen ist immer gut. Genau, und dann holen wir vielleicht auch mal das Maschinengewehr raus. Dann rattern wir unsere ganzen Salven einfach mal drauf und ran und hast du nicht gesehen und rat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 
einschalten. Ich hoffe, das geht jetzt noch gut. Ich hoffe, Sheva. Jetzt sollten wir aber vorzugsweise springen. Chris? Danke. Ist es drin? Es ist natürlich nicht drin. Okay, ja. Aber ihr habt den Gag hoffentlich durchschaut, wie man das Vieh auch ausschalten kann. Eben, indem man es einfach in die Verbrennungsanlage schickt und dann zum Teufel jagt. Dann ist es auch sofort tot. Ja. Auf die Art und Weise hier dauert es ein bisschen länger. Ist natürlich sehr munitionsverschwenderisch und absolut eigentlich nicht so, wie man es eventuell insbesondere am Anfang machen sollte. Aber das Besondere oder der Vorteil daran ist, wenn man das Monster auf die Art und Weise erledigt, dann bekommt man auch einen Schatz spendiert. Ja, den man normalerweise eben nicht mehr bekommen würde. Ja, weil wenn das Vieh im Ofen, im Blutofen verbrennt, dann bleibt logischerweise nichts mehr übrig und dann bekommt man eben auch den Schatz nicht mehr spendiert. So, das war jetzt irgendwie doof, dass ich, glaube ich, zur Pistole gewechselt bin oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, meine Pistole macht ja eigentlich mehr Schaden. Ah, jetzt haben wir es besiegt. Warum auch immer jetzt die Animation im Verbrennungsofen kommt, obwohl das Vieh doch direkt vor dem Verbrennungsofen gestorben ist, aber na gut. Wie gesagt, sehr verschwenderisch, was die Munition angeht. Ja, hab irgendein Goldding eingesammelt, hab jetzt leider nicht erfahren können, was für ein Goldding das war, weil die Textbox im Weg war, aber gut, egal, ja. Das bekommt man, wie gesagt, jedenfalls nur, wenn man das Vieh auf diese Art und Weise ausschaltet. Ansonsten eben Vieh in den Verbrennungsofen locken, was insbesondere im wirklichen Zweispieler-Modus natürlich extrem einfach ist, weil ein Spieler muss dann einfach nur das Vieh ein bisschen in den Ofen locken und dort aufhalten. Der andere Spieler drückt dann eben den Hebel für den Ofen und zack und fertig, und das geht eigentlich ganz schnell. Also eigentlich kaum der Rede wert. Eine nette Idee, ja. Doch, ist eine nette Idee. So, Pistolenmunition kann man nie genug haben, glaube ich. Und wenn wir hier nach rechts gucken, dann finden wir übrigens hier noch das letzte Emblem für diesen Abschnitt. So. Der hätte es fast geschafft. Naja, man kann hier alles haben. Aber Alpha Team war sonst bestimmt ganz spitze und so. Bestimmt. Waren ganz patente Typen. Ich werde auf jede Beerdigung von jedem einzelnen Typen gehen. Oh ja. Und ich werde sagen, jo, der hat seinen Job gut gemacht. Zumindest so lange, bis das Schwabbelvieh kam. Aber, naja. Ausgebildete Spezialeinheiten halt. Oh, wir werden beobachtet. Let's go. Heiße Bilder von uns im Internet. Nein, das kann ich doch nicht gutheißen. Zwei neue Gestalten im Resident Evil Universum haben wir da gerade gesehen. Eine geheimnisvoller als die andere. What was that thing? BOW, that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and they're on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Seltsames Hauptquartier, in der Tat. Die gehen nicht sehr logisch an gewisse Dinge heran. Oder sie denken sich so,
Das schaffen die schon. Ja, wie das halt so ist. Die Ergebnisdaten werden gesendet. Wir haben Kapitel 1, 2 relativ gut beendet. Natürlich wieder mal viel zu viel Zeit vertrödelt. Aber so ist das halt, wenn der Hering spielt. Mein Gott, ich glaube, besser als C werden wir da in der Zeitwertung auch niemals schaffen. Aber solange ich den Rest so mit S oder A beende, ist das eigentlich ganz okay. Präzision immer noch 81%, obwohl ich mit dem Maschinengewehr draufgeholzt habe. Das kann ich mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. So, was machen wir jetzt? Wir entfernen erstmal all unsere Sachen. Brandgranate brauche ich auch nicht wirklich. Was will der mit der Maschinengewehrmunition? Ach so, ja gut, ne, ja. Puh. Ja, ja, nö, ja. Ja, wie... Ey, weiß noch nicht. Wie rüsten wir uns denn für das nächste Mal aus? Okay, Moment. Also das nächste Mal bin ich ja sowieso... wieder Chris. Das bedeutet, wir nehmen doch einfach mal... vielleicht die aufgepowerte Itaka mit. Gleichzeitig dann eben ein bisschen Schrotgewehrmunition für ihn. Und sie... Na gut, beim zweiten Spieler nützt es nichts, wenn ich dem eine neue Waffe in die Hand drücke, weil dann seht ihr sie ja auch nicht richtig. Von daher lassen wir das mal lieber so, dass sie einen auf Heilerin macht und hier diese komischen grün-grünen Heilkräuter mit sich herumschleppt. Das ist eigentlich ganz okay. Und ansonsten, mehr als die Pistole brauchst du nicht, um sich zu verteidigen. Ich pass schon auf sie auf. Ja, ja. Da passt schon. Da passt schon, Sherva, da passt schon. Nee, nee, gib mal lieber die Waffen her und so. Ja, also Pistole reicht für dich, ganz eindeutig. Ja, auf zum Bahnhof. Kapitel 2.1, das Lager. Gut, und jetzt würde es hier weitergehen. Hier können wir uns umgucken in dem Raum und noch einige süße Items finden und so. Machen wir aber beim nächsten Mal, wenn wir uns eben dieses neue Kapitel vorknöpfen. Für den Moment soll es also gewesen sein. Ich war der Herring Ray. Das war wieder ein ganz klein bisschen Resident Evil 5 am heutigen Tag. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir mit Resident Evil 5 weitermachen. Ich sag an der Stelle jetzt aber trotzdem erstmal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.